Irish Girl Dennis McCraft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Irish, wie geht's dir? Ich schwitze. Ich auch. Leute, ich hab's endlich geschafft. Letztes Auto ist gerade vom Hof. Ich hoffe, er schreibt nicht. Nein. Ich habe jetzt offiziell jetzt Urlaub. Welches Auto ist übrig geblieben, Irish? Mein Auto, wow. Genau. Ich mache gerade Klimaservice. Hier müssen wir noch eine Inspektion machen. Checkheft habe ich rausgeholt, weil der wurde ja echt Checkheft gepflegt. Sehr schön. Sehr schön. Letzter Checkheft ist bei 213.818 April 2022. Und letzte Inspektion wurde gemacht. Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Staubfilter. Aha, letzte auch Staubfilter. Oh, immer Staubfilter auch. Die haben ja nur Staubfilter gewechselt. Immer Staubfilter. Okay, Staubfilter, Staubfilter. Bei allem Staubfilter, Eilosch. Da steht jemand auf Staubfilter. Hier, Staubfilter, Staubfilter. Hier nicht. Aber die letzten waren wieder Staubfilter. Ja, da weiß eine Werkstatt Geld zu verdienen. Ne? Die können davon ausgehen, dass dieser Staubfilter eigentlich frisch ist. Werden die hier ausbauen. Was ich nicht sehe, Kraftstofffilter haben die gar nicht gemacht. Doch einmal. 2020. Klimaflüssigkeit wird gemacht. Klima funktioniert eigentlich einwandfrei, aber wir fahren in den Urlaub. 40 Grad. Frisches Kältemittel tut denen gut. Luftfilter ist ja rund bei denen. Dann haben wir einmal Ölfilter, natürlich sehr groß. Dann haben wir einmal Kraftstofffilter. Was ich schon gemacht habe, ich habe von Atonium Stage 1 schon reingemacht. 1000 Kilometer vorher, man sagt zwischen 1000 und 2000 Kilometer soll man das reinmachen. Und danach soll man Stage 2 machen. Das habe ich ja bei meinem Kompressor damals gemacht. Und wir hatten dann sagenhafte 14 PS mehr an Leistung. Siehst du, die haben nur 350 Gramm. 300 V vom Motul, das werden wir nehmen. Also es ist ja Rennsportöl. Ne? Mhm. Also ist er ja auf diese Extremtemperaturen eigentlich sehr gut geeignet. Genau, und wir haben da sehr viel Hitze. Wir haben hier einen Wagen, der 300 PS hat. Und deswegen habe ich mich für sowas entschieden. Kältemittel bekommt der 530. Plus 20, 550 kriegt der. Fehlen da genau 200 Gramm. Boah, der wird da richtig kühl. Bei wem wir heute noch was finden sollten, könnte ich das morgen noch reparieren. Ja. Ich hoffe mal nicht. Soll ich dir Gesellschaft leisten? Ja, bitte. Soll ich dir die Inspektion erklären? Ja, erzähl mal. Mach jetzt einfach eine Inspektion. Also Fehlermeldung hat man ja nicht gehabt, ne? Außer mein PDC-Fehler. Ja, den können wir uns ja gleich nochmal anschauen. PDC, das ist ja Hammer. Alter, ich pack PDC einfach an. Ja, und das ich dachte, Ding da passt meine Hand rein, ich kann das bestimmt raus. Macht sie und das Ding funktioniert. Ich habe aber keine Kabel angehört. Dann war das schon kurz vorm Kaputtgehen. Ich bin nicht schuld. Du bist auf jeden Fall nicht schuld. Das sagt ja auch keiner. Nur seit du das gemacht hast, angefasst hast, ist es kaputt. Muss ich jetzt noch vor dem Urlaub noch einmal konzentrieren? Ja, bitte. Ja, sieht gut aus. Den bauen wir gleich um. Weil hier drunter sind ja auch sehr viele Wasserschläuche, die können ja auch mal undicht werden. Das könnt ihr nicht sofort sehen. Jetzt wird befüllt. Jetzt wird er befüllt. Mit der schönen 530 plus 20 Grad mehr, so dass es nochmal richtig extrem kühlt. Das brauchen wir. Also wir brauchen auf jeden Fall eine funktionierende Klimaanlage. Definitiv. Sehr wichtig. Weil sonst hat man ein Problem. Sag jetzt nicht, der ist fertig. Das wäre, hey, hallo, ich bin ja schon seit einer halben Stunde dran. So. Ich hätte jetzt gedacht, die Befüllung dort. Das heißt, das vorher rausholen und die Reinigung dauert länger. Das dauert am längsten, okay. Genau. Wie der Riemen hier ist, aber der Riemen wurde echt erneuert. Ne? Der ist neu. Obwohl der einen originalen Riemen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt 20 Jahre alt ist. So, keine Flüssigkeiten. Und unten werden wir nochmal schauen. Hier haben wir nochmal so ein Riesenproblem. Kurbelwellen-Riebescheibe sind ja Gummi gelagert. Und die reißen mal gerne ab. Also dann müssen wir bestimmt mal irgendwann mal die ganzen Dichtungen tauschen. Aber das sieht okay aus. Turboschlauch sieht gut aus. Der verliert auch nichts am Turbo. Also Turbo ist hier, aber in den Schlauch verliert der nichts. Das ist schön. Hier unten, wow, super trocken. Geil. Bisschen Dreck, aber trocken. Schön. Bremsflüssigkeit ist neu. Haben die auch bei der letzten Inspektion gemacht, habe ich gesehen. Kraftstofffilter baue ich schon mal sofort ab. Mach schon mal den neuen rein. Entlüften müssen wir sowieso später. Hier, das Ding ist auch neu. Also der
Vorbesitzer hat echt alles erneuert. Könnte man jetzt da die falschen Schläuche an die falschen Stellen machen? Ja, deswegen habe ich mir das ganze Zeit gemerkt. Blau kommt zu blau und weiß kommt zu weiß. Ja, das habe ich mir gemerkt. Neu, das ist alt, das ist sehr. Sorry Leute, ich habe den Schaden gemacht. Klima. So, jetzt mal einmal Klima und dann mal schauen, wie er runterkühlt. Oh mein Gott. Gucken, ob es auch funktioniert. Kann ja auch sein, dass es danach nicht mehr funktioniert. Jetzt merkst du die fehlenden 200 Gramm. War nicht vorher so? Nee. Also wir können doch hier drinnen weiterarbeiten, oder? Ja, wir müssen jetzt eine Minute laufen lassen, dann machen wir Öl runter. Machen wir frisches Öl rein, machen unser Architektiv rein. Innenraumfilter kommt zum Schluss. Du musst erstmal mal zusehen, dass du mein PDC wieder reparierst. Was soll ich denn machen? Soll ich wieder meine Hand da reinstecken? Nachher geht noch einer flöten. Heiß. Nein. So, hier meine ich das Eidisch. Guck mal, siehst du das da oben? Ein Kurbelwellenrad. Hier, da wo ich hinleuchte. Das ist der Kurbelwellenrad. Siehst du das? Ja. Das sieht okay aus, aber die gehen gerne mal kaputt. Sonst echt, also ich muss sagen, ne, also super, Motor verliert nirgendwo Öl oder so. Getriebeöl, gucken wir nochmal nach. Alles ist super. Sauber, nichts sauber, ölt. Nichts ölt. Hatte ja einer in den Kommentaren geschrieben, ne? Dass der Facelift ab Baujahr so und so kein rotes bekommt, sondern grünes oder so. Ja. Was hat das auf sich? Nein, das ist falsch. ATF-Öl kann grün sein oder rot sein. Das ist ja egal. Das ist je nachdem vom Hersteller, was für ein Additiv die reinmachen. Du hattest ja auch vorher geguckt, ne? Ja, ja, also das ist, das stimmt nicht. Also, ja, ich habe das in den Kommentaren gelesen, aber das ist... Nein, natürlich würde ich hier kein Öl machen, was nicht reinkommt. Also ich habe ja jede Sorte von Motul da. Ich gucke ins System rein und ihr habt recht, ja, da sind zwei unterschiedliche. Und bei beiden kommt ATF 6 rein. Und dann könnt ihr noch Transöl gibt es auch. Die sind tatsächlich auch grün. Die hätten wir auch reinklatschen können, aber wir haben das Rote genommen. Weil das passt ja auch. Hier mache ich ja 300V rein. Es gibt natürlich auch Leute, geben, die werden jetzt sagen, nein, warum machst du 300V rein? Oder viel zu dünn oder das oder dies. Genau, Partikelfilter habe ich ja ausgelesen gehabt. Wir haben hier Ablagerung 7,8 Gramm. Das ist nix. Dass der Motor zu heiß wird, das Öl wird zu heiß. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, Motorschaden. Keine Schmierung. Und 300V ist dafür da, dass der halt bei diesen hohen Temperaturen ganz klar kommt. Ne? Ja, also ich probiere jetzt einfach 0W40. Wenn ich aber merke, ich habe irgendwelche Probleme, wie zum Beispiel Partikelfilter oder Motor läuft mir zu laut oder so, dann will ich es wieder wechseln. Dann machen wir 5W40 rein. So, jetzt machen wir Atomium rein. Kommt das im Öl rein? Ja, das kommt jetzt im frischen Öl rein. Bist du sicher? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin einfach ein Bäcker, der einfach eine Werkstatt aufgemacht hat und Bock hat zu schrauben. Machen wir mal rein. Das machen wir rein. Was macht der denn? Was sind das für Geräusche? Das hat es vorher nicht gehabt. Keine Ahnung. Das sind die drei Klappen, Maidosch. Alles gut. Ich krieg hier schon einen Herzinfarkt. Ja. Reparieren wir diese PDC-Sache oder nicht? Ja, ich kann ja den Stecker mal abziehen. Machst du das? Soll ich dir Licht bringen? Dann kannst du nicht einmal Stecker ab und wieder reinmachen? Ja, ich weiß ja nicht, was du gemacht hast mit deinen Fingern. Ich hab nichts gemacht. Ich hab einfach... Was hast du gesagt? Mit deinen Fingern. Was hast du gesagt? Ich hab Fingern gesagt. Was hast du denn damit gemacht?
Ich sag's, ich warne dich. Mach nichts Falsches. Oder sag nicht falsch, nichts Falsches. Ich hab das nur rausgedrückt. Dass es eben ist, da am Loch. Hab ich versucht, ein bisschen rauszubringen, aber als ich gesehen habe, es kommt nicht raus, hab ich's gelassen. Ich hab da nichts rumgefuchtelt. Du hast da ganze Zeit was gemacht. Nein. Hab ich ja gesehen gehabt. Ich hab nur versucht, rauszudrücken. Bei einem ist Wasser drin. Ja, dann war das aber nicht meine Schuld. Ja, okay, aber wenn der schon so aussieht, dann sieht der innen drin nicht gut aus. Aber seit du da irgendwas gemacht hast, hat es nicht funktioniert. Hat sie den rausgeholt gehabt Nein. oder so? Nein. Sieht dich als Gefahr, dass er gar nicht piepsen möchte. Nee, das ist fertig. Okay, haben wir gemacht. Sehr schön. Aber bitte nicht mehr anpassen. Ein paar Flüssigkeiten machen wir rein. Ich habe einen Motorcheck gemacht. Ausgelesen haben wir den. Brauchen wir neue Wischblätter? Wischblätter habe ich schon kontrolliert. Genau, das habe ich schon gemacht. Alles super. Wischwasser? Wischwasser habe ich kontrolliert. Oh, das sieht gut aus. Zahnriemen haben wir nicht. Frischen haben wir nicht. Pollenfilter machen wir auch noch. Inspektion. So, heute haben wir den. 20. Kilometerstand, also Höhenstand. So, zack, fertig. Tatsächlich, Innenraumfilter waren auch gut. Bei der Achsvermessung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Reifendruck gehört zu der Inspektion natürlich dazu. Bei der Inspektion habe ich euch natürlich nicht alles gezeigt. Wir haben Audi R6 4F. So, natürlich auch das Richtige auswählen. Leute, noch ein paar Stunden, dann bin ich auf dem Weg in die Türkei. Mal schauen, ob wir das schaffen. 1BE haben wir. 1BE. Also seht ihr, wir haben Sportfahrwerk drunter. Das ist eigentlich perfekt, aber versuchen es noch perfekter zu machen. Also ich finde das schon Hammer, wie gut der sich fahren lässt, aber ich sehe schon, Lenkrad ist auf jeden Fall schön gerade. Wir haben keinen Sprung. Oh, sehr schön. Das ist schön. Das Ding lässt sich super fahren, muss ich sagen. Spur ist on point. Drückt mir die Daumen, dass ich ankomme. Und Rest werdet ihr ja sowieso in den Videos sehen. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi, bis dann, haut rein und bleibt gesund.